Die Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Rees und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Das erklärte Ziel der modernen Wissenschaft ist es, die Natur zu beherrschen und zu kontrollieren. Sie geht auf die Philosophien von Francis Bacon zurück, der vorschlug, wir könnten lernen, die Natur in Aktion zu steuern, und von René Descartes, der schrieb, der Mensch könne Meister und Besitzer der Natur werden. Das stellte die Wissenschaft auf den Kopf, denn die bisherige wissenschaftliche Philosophie sah die Natur als perfekte Schöpfung Gottes an, die es zu beobachten und zu verstehen galt. Nehmen wir zum Beispiel Wasser. Ohne Wasser würden wir nicht existieren. Und so liegt der wahre Wert darin, die Natur des Wassers zu verstehen, damit wir mit ihm fließen können, anstatt es zu kontrollieren. Über 20 Jahre lang erforschte der japanische Wissenschaftler Dr. Masaru Emoto die bahnbrechende Wissenschaft, wie sich die Molekularstruktur des Wassers verändert, wenn es menschlichen Worten, Gedanken und Klängen ausgesetzt wird. Dr. Emoto beschriftete einfach eine Wasserprobe mit verschiedenen Worten, wie zum Beispiel Liebe und Dankbarkeit oder Ich hasse dich. Dann fror er die Wasserproben ein und hielt sie mit mikroskopischen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen fest, während sie kristallisierten. Die Ergebnisse waren verblüffend. Die Kristalle, die sich aus dem mit Liebe und Dankbarkeit beschrifteten Wasser bildeten, waren klar, attraktiv und symmetrisch, während die Kristalle, die sich aus Ich hasse dich bildeten, verzerrt, asymmetrisch und undurchsichtig waren. Immer und immer wieder bildeten Wasserproben, die einer positiven Absicht ausgesetzt waren, die sechseckigen, schneeflockenähnlichen Muster, die auf strukturiertes Wasser in der Natur hinweisen, während einer negativen Absicht ausgesetzten Proben ihre Struktur verloren und mutierten, was auch bei Proben von verschmutztem Wasser festgestellt wurde. Jahrzehntelang wiederholte Experimente haben eindeutig gezeigt, dass sich Wasser verändert, wenn es menschlichen Worten, Gedanken und Tönen ausgesetzt wird. Dr. Emoto stellte die Theorie auf, dass dies daran liegt, dass Wasser ein Bewusstsein hat. Russische Studien zeigten, dass Wasser von der Energie seiner Umgebung geprägt wird und die Erinnerung an alles behält, mit dem es in Berührung kommt, selbst wenn es getrennt wird. Während der Entdeckung des Genoms untersuchte Dr. Bruce Lipton das Zellverhalten an der Stanford University und entdeckte, dass sich unsere Gene ein- oder ausschalten, je nach ihrer Umgebung. Der Mensch besteht aus etwa 50 Billionen Zellen und jede Zelle ist ein eigenes kleines Lebewesen, das isst, verdaut, sich fortpflanzt und Gemeinschaften bildet. Jede einzelne Zelle liest ständig die Qualität ihrer Umgebung durch ihre äußere Membranhaut. Dazu gehören auch Stressgefühle, die über Chemikalien im Blutkreislauf wahrgenommen werden. Und wenn wir gestresst, negativ oder ängstlich sind, schalten unsere Zellen in ihre eigene Version des Kampf- oder Fluchtmodus. Sie stoppen den Prozess der Selbstheilung und beginnen mit dem Prozess der Selbstverteidigung. Umgekehrt schalten unsere Zellen in den Selbstheilungsmodus, wenn wir positive Emotionen empfinden und der Körper gedeiht. Dr. Liptons Entdeckungen wurden ignoriert von der modernen Wissenschaft, die sich für Medikamente und Operationen statt für Liebe und Glück entschieden hat. Das war der Beginn der Epigenetik und beantwortete die Frage nach Natur gegen Kultivierung. Experimente zeigten, dass ein Lebewesen auf genetischer Ebene gedeiht, wenn es genährt wird. Bösartige Tumorzellen wurden rückgängig gemacht. Und viele Menschen behaupten, sie hätten sich selbst geheilt von allen möglichen Krankheiten, einschließlich Krebs, indem sie ihre mentale Einstellung zum Positiven änderten. Die offizielle Wissenschaft wird dies vorhersehbar als Spontanheilung bezeichnen, aber es ist gut dokumentiert. Die Zelle schützt sich durch ihre Membran, die aus negativ geladenen Zuckerkristallen besteht, in einer Suspension aus Wasser. Die meisten Menschen denken, dass Wasser etwas ganz Besonderes ist, weil es in drei verschiedenen Zuständen existiert: flüssig, Eis und dampfförmig. Aber das Wasser in unserem Körper ist in keinem dieser Zustände. Das Wasser unserer Zellen befindet sich im Gelzustand. Die Wissenschaft erkennt jetzt einen vierten Zustand, bezeichnet als Gelzustand oder strukturiertes Wasser. Der vierte Zustand ist ein elektropoler Zustand, bei dem ein Teil des Wassers zu einem negativ geladenen Gel wird, während der Rest, das sogenannte Hauptwasser, eine positive Ladung beibehält und eher flüssig bleibt. Diese Elektrotriebkraft erzeugt Bewegung und kinetische Energie.
Das ist es, wie das Blut in unserem Körper bewegt wird. Die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass das Blut das Herz antreibt und nicht umgekehrt. Und es ist das Wasser im Gelzustand, das das Blut antreibt. Um zu gedeihen, braucht dieses natürliche Antriebssystem eine Verbindung zur Erde, zum Sonnenlicht, positive menschliche Beziehung und einen ruhigen Geist. Dein Körper besteht aus 50 Billionen Zellen und die Gesundheit jeder Einzelnen hängt von deiner eigenen ab. Unser Glück oder der Mangel daran wirkt sich nicht nur auf unsere eigene Gesundheit aus, sondern auch auf die Gesundheit aller, die in unsere Umgebung kommen. Wenn du also die Welt zu einem besseren Ort machen willst, dann lerne, wie du glücklich sein kannst. Greg Rees berichtet. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.